Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, uns fehlen immer noch Kronkorken, nicht wahr, Kotzi? Und boah, ich muss mal kurz unser schönes Dörfchen bewundern. Schaut mal, wie schön da drüben das Licht ist. Es hat sich tatsächlich jemand hingesetzt. Sturges sitzt dort und genießt den Abend oder den guten Morgen. Je nachdem ist es noch, also noch leicht bewölkt. Ah, es ist so schön. Überall brennt das, brennen Lichter. Unser Kaffee. Boah, ich freue mich, wenn es fertig ist. Ja, ich freue mich da wirklich drauf. Ja, wie gesagt, uns fehlen Kronkorken. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir einen weiteren Bug ganz fix und schnell machen tun. Naja, schauen wir, ob es wirklich fix geht. Und dass wir ein paar Kronkorken uns organisieren, damit wir eben unseren Marktstand weiter ausbauen können. Wir haben jetzt, glaube ich, eh schon zwei Baufolgen gehabt. Was ich noch machen werde, ist auf jeden Fall das hier ändern. Da kommt noch Beton hin, genauso wie hier. Da will ich auch noch Beton haben. Und dann will ich hier noch ein Klohäuschen herbauen. Und, naja, eigentlich könnten wir es gleich machen. Ich glaube, so viel Material habe ich noch. Also, bauen wir das noch fix. Und gehen dann wieder zurück zur Nuka-Cola World, würde ich vorschlagen. Also, ich werde das verwerten wieder. Hier mit dem Holz und werde versuchen, hier mit Beton einen Sockel zu bauen. So. Ja, mit auf Anhieb funktioniert. Boah, so habe ich es gern. So, das verwerten wir auch ganz fix und dasselbe in grün machen wir auch hier. Boah, das geht echt gut. Nochmal einen hierher bauen und das schaut dann hässlich aus, oder? Da wäre ehrlich gesagt so eine kleine Treppe nicht schlecht. So eine... Können wir aber eigentlich mal eine Betontreppe machen. So eine kleine, die hier. Ja. Ja, genau. Genau so habe ich das gemeint. Und hier zum dann fürs Klohäuschen. Jetzt hier am Rand auch. Und nur da drüben. Da, ja. Zweimal. Komm. Ja, genau so. Ich denke, ich mache hier nochmal eine hin, um Verletzungen zu vermeiden. So, dann bauen wir auch schnell. Ich hoffe, ich kriege es hin. Das Klohäuschen war, glaube ich, hier dabei, oder? Beim Stall? Gab es hier nicht? Nein, warte, wo gab es das Klohäuschen? Ah, ja. Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Vielleicht bei Fertighäuser? War das nicht da irgendwo dabei? Ach, kann. Da. Oder ist es bei sonstigem vielleicht dabei gewesen? Na, das sind nur Dingens. Haha. Wo war das denn noch fix? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Okay. Wir haben zu viele DLCs. Aber das müsste schon da dabei sein normalerweise. Also wirklich bei Strukturen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Holzstruktur? Was vielleicht eigens zum Zusammenbauen? Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß nur, es gab das so... die originalen Klotürchen. Nein, ich glaube, das ist vergeblich, was ich da mache. Verflixt? Ja, so schnell vergisst man. Bei Metall kann es unmöglich dabei sein. Nein, ich habe es vergessen. Ich muss es irgendwann mal suchen gehen. Komplett verdrängt. Da war es so schön. Aber vielleicht ist es auch nur bei Deko dabei, also bei Dekoration dabei. Das ist jetzt echt fies, dass ich das nicht mehr anfinde.
Oh, also das ist jetzt gerade echt ärgerlich. Na, das wird mir so nichts helfen. Das ist jetzt echt gemein. Herstellen, genau. Beim Herstellen ist das Klo dabei, weil Dünger und so. Na, keine Ahnung. Nee, finde ich dabei nicht an. Schade. Habe ich es noch hier auf der Seite stehen? Ich glaube nicht, ne? Durch das eine Mal Laden ist es dann dazu gekommen, dass es verschwunden ist, weil dort oben der Boden buggy war. Fü. Blöd. Ist gerade echt blöd. Mich ärgert es gerade. Weil Spezialwitz ist auch nur das, ne? Ja. Ich hätte echt gedacht, das wäre irgendwie da dabei. So kann man sich wieder mal täuschen, ne? Weil mir kommt vor, es gab da irgendwie, es wäre da so eine Tür gewesen, wo eben entweder ein Herz drin gewesen wäre oder ein Mond. Aber das scheint nicht mehr da zu sein. Naja, wurscht. Ich werde es schon irgendwann anfinden. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder Geld verdienen. Wir brauchen ganz, ganz viele Kronkorken, damit wir unseren Traum von unserem wunderschönen Dörfchen noch weiter erfüllen können. Ich möchte hier noch einige Marktstände haben. Die zwei sind mir ehrlich gesagt zu wenig. Denn für unser Café brauchen wir auch irgendetwas, das Nahrung verkauft. Also irgendetwas, ja, jemanden, der Nahrung verkaufen kann. So muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, brechen wir halt wieder zur Nuka-Cola World auf, nicht wahr? Also. Worten. Ich denke, ich werde. Sollen wir die. Ich denke, ich werde mal bei Codsworth bleiben. Der kann recht viel schleppen. Oder warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Wie schaut es mit. Hoppala, verdrückt. Wie schaut es mit unserem Inventar aus? Ja, toll. Das war jetzt ganz, ganz spitze. Ja, ist okay. Wir sind leer. Wir sind leer. Passt. Nochmal verdrückt. Herrschaftszeiten. So, die Macht der Gewohnheit. So. Ich hätte gleich rüberdrücken können. Nein, ich muss hier wieder das ganze Ding da verlassen. Ist ja wieder schlau von mir. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir den nächsten Park einfach mal an. Park Nummer 4 ist das dann schon. Dann fehlt uns nur noch ein Park und wir können sie, ich denke mal, wir können dann zu den Raiderbanden hingehen, einzeln, also zu den drei, zu den Anführern und ihnen sagen, wo sie wohnen dürfen in Zukunft. Ja. Wo sie sich breit machen können. Safari Park, also diesen Safari Adventure Dings Park, da würde ich wirklich gern dem Rudel geben. Ich finde, das passt super. Für die Händler habe ich keine Ahnung. Genauso für die Jünger. Bin mir auch nicht sicher, wo ich die hinstecken soll. Naja. Wir werden das Kind schon schaukeln. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Abfüllanlage. Zuerst aber bohrt man uns hier hin. Ich glaube, das ist am nächsten. Da brauchen wir nur ein Stück rüberlaufen. Ja, sehr beliebtes Reptilienhaus, ja, sehr beliebt. Diese Gator-Klauen sind wirklich, die können nur beliebt sein, ja, ganz genau. Ach, du Heilige. So, das sehen wir auch schon. Wir müssen dann hier rüber, nicht wahr? So circa in etwa. Aber wie die Brücke eigentlich schon, nicht wahr? Jo, könnte passen. Könnte passen. Falls meine Stimmlage heute etwas komisch sein sollte, anders als gewohnt, zu laut oder zu leise, das liegt daran, dass ich eine Ohrentzündung habe. Ja, meine erste seit meinen Kindheitstagen.
ich merke schon, ich werde alt. Früher war ich robuster, da hat mich sowas nicht gekratzt oder gestört. Und ja, jetzt, wenn ich spreche, dann, dann ist mein rechtes Ohr ein bisschen gehandicapt. Und jetzt kommt es mir halt so vor, als wenn ich irrsinnig laut sprechen würde. Ich hoffe, es ist normal wie immer für euch. Ja, oh, sind wir schon da? Kitty Kingdom, ja. Ist das jetzt dieses Apfeldings? Oder ist das einfach nur so ein Park oder so? Ist irgendwas für uns zu holen? Nicht wirklich, hä? Wird er gerade geschossen? Aha, da sind wir. Okay, wir müssen da rein. Alle, hopp. Na, hüpfen. So, ja. Braves Mädchen. Oh, Blume. Noch eine Blume. Und noch. Was? Den Außenbereich sollen wir auch säubern. Was? Kotzi! Ey, du kannst mich jetzt so erschrecken. Was ist denn das? Ein Maul. Was ist denn das? Ist das ein Maulwurfshügel oder so? Oh Gott. Das ist ja auch alles voll Dreck. Ich glaube, wir werden gleich Spaß haben. Ich glaube, wir werden gleich Spaß haben. Sag mal, wo kann man denn darüber? Irgendwie gar nicht. Halt, warst du was? Na. Ich habe die Bauerrüstung vergessen, fällt mir gerade ein. Da, haha. Ich renne da ohne Bauerrüstung rum. Ich bin ja so ein Profi. Ich habe gewusst, dass ich sie vergessen werde. Ich hab's gewusst. Ich hab's mir gedacht, als ich sie ausgezogen habe, dass ich sie vergessen werde. Entschuldigung, die brauche ich. Sicher ist sicher. Entschuldigung. Ich hätte jetzt auch mal was sagen können. Wirklich wahr? Ja. Ach, schlimm. Geht Dreck. Voll vergessen. Ja. Weil ich halt ein Spezi bin. Ja. Scheibendreck. Leuchtet eh so schön da oben. Powerrüstung. Und ich Depp nehme sie wieder nicht mit. Ja. Was soll man dazu noch sagen? So, bitte lad etwas schneller dafür. Den Gefallen wird er mir nicht tun. Schöne Zeitverschwendung heute. Echt, bravo. Echt. Echt übel. Pass auf mich auf, Schätzchen. Ja. Mach mal schon. So. Zieh dir auch mal unseren Cowboy-Hut, den ich uns da angekleidet habe. Ja, da ist er auch schon. Bitte einsteigen. Da ist sie auch schon. Schub, schub. Ja, jetzt fühle ich mich besser. Jetzt fühle ich mich besser. Okay. Ja. Na, damit fühle ich mich besser. Sicherer vor allem. Jetzt geht's rund. Gut. Repariert ist sie. Das wollte ich nämlich auch noch gerade schauen. Alter Schwede. Ne, dass sie komplett fetzen hin ist, dann kann ich sie nicht gebrauchen. Ja. Ja, so ist das eben, ne? Aber ich sehe gerade, Level Up haben wir auch bald. Das freut mich persönlich sehr. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so leichtfüßig durch die Welt tänzle. Ja. Na los. Sei ein lieber Ladebildschirm. Ja. Du kannst das. Na komm. Perfekt. Jetzt müssen wir es leider nochmal porten.
Ah, und zwar hierhin. Sehr gut. Dann können wir weitermachen. Ach, wie fies, echt. Ja, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen, sagt man immer, ne? Und ich muss ganz schön viel laufen. Ja. Na los. Mach hin. Brav. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt gehen wir's an. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir da hin müssten. Die Schuhe im Bauernhof streichen zu ruiniert. Holen Sie sich im Souvenirladen in Dry Rock Gulch ein neues Paar. Aha. Und wenn ich aber jetzt gerade nicht möchte, sondern lieber hier die Blümchen sammle, dann tue ich das auch. Aber die leuchten, ha? Die könnte man sich echt problemlos ins Zimmer stellen. Hätte man eine wunderschöne Lampe. So eine... So mit dem hübschen Blau und so, ne? Jetzt dachte ich, da wäre ein Viech oder was drin. Nein, alles gut. So, und jetzt? Muss ich da rein, oder was? Enter. Achtung, alle Matinee-Vorstellungen. Muss man da echt rein? Ich speichere mal. Nicht, dass ich absaufe und das, ja. Nicht, dass ich da jetzt absaufe und. Ausverkauft. Tickets für die Abendvorstellungen sind noch erhältlich. Na, das schaut wirklich so gewollt aus. Okay. Ich wollte nur sagen, nicht, dass ich absaufe und mitsamt die Powerrüstung, dann bleibt sie nämlich unter Wasser. Die kann nämlich dann nicht mehr raus. Die können mit dem Ding nämlich nicht schwimmen. Nein. So, wieder Ladebildschirm. Ja, den hatten wir heute noch nie. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Dein Ernst, die haben das... Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch die tolle patentierte blaue Leuchte. Alter! Ich treffe da nichts. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Was? Das ist alles, was ich da... Wo wollte ich schon mal hin? Alter, die Waffe ist nicht so gut. Die lädt 20 Jahre nach. Kotzi, was machst du bitte? Wo ist denn überhaupt? Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie gar nicht mitgeht. Jetzt würdest du abnippeln. Boah, ey, diese Käfer. Ich schieße auf sein Gesicht. Alter, da bist du der. Okay, nicht aufs Gesicht, da darf man auf den Torso schießen. Okay. Durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Ich höre einen Kotzi, aber irgendwie ist er nicht da. Was machst du denn? Willkommen, ich dir nicht Hilfe brauche. Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Plus. Ja. Das haben wir schon 20 Mal gehört. Ist gut. Wir haben es geschnallt. Ein Nuka-Cola-Quantum-Fluss, ja. Und die haben, sind aber firmentechnisch eh nicht gut aufgestellt. Und dann haben sie sowas. Und dann noch dieses tolle sowas, verstehst du? Unglücklich. Ha! Also, lassen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns da entspannen werden. Da haben wir wieder mal einen seltenen Gegner, ne? Der hat mich schon lange gemacht. Jaha. Gottes Willen. Luca-Lörken. Wen sollte ich jetzt eigentlich am Bauch oder so bei den Füßen treffen, aber irgendwie haut das nicht so hin. Ja, ja, wieder auf den Panzer, ganz toll.
Kotzi, bist du schieben? Nein, nicht. Okay, Kotzi hält uns aus. Die Waffe ist kacke. Hat die noch ein Metallnetz über den Spanzer? Ich bin gleich hin. Was willst du hier? Ja, auf den Panzer schießen bringt nichts. Na los. Auf den Fuß schießen bringt auch nichts. Was ist das schon wieder? Echt? Na, die Waffe ist scheiße. Entschuldigung. Haben wir da nichts Besseres? Nehme ich vorher noch die lieber. Verstehst du, wie Schaden machen? Macht doch keinen Sinn. Kotzi, wo bist du schon wieder? Ja, ich kann mich wieder heilen. Warte, das ist kacke. Nur doofe Waffen mit. Wenn ich die anderen keine Muni mehr habe. Schieß mal auf dein Bein. Passt, abgenippelt. Es gibt ja nur 27, verstehst du? Schlimm ist das. Was? Ja. Er träumte von einem Softdrink, der Energie spenden. Ich höre der Alten gar nicht zu. Und 120% des empfohlenen Tagesbedarfs an Zucker decken würde. Ja. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2000. Kann man nur so viel Zucker zu sich nehmen? Man weiß doch, dass das alles ungesund ist. Am Anfang seiner Karriere als ist der hinten safe? Tatsächlich. Voll der Safe. Er träumte von einem Softdrink, der Energie spenden. Ja, ja, das haben wir schon. Dann schauen wir mal, wo wir hier weiterkommen. Na los, mach auf. Och, Menno. Jawohl. Cool. Und 120% des empfohlenen Tagesbedarfs an Zucker decken würde. Das hört sich gerade ungut an. Coca-Cola begann im Jahr 2042, als unser Firmengründer... Da lebt irgendwie ein Viech, oder? Am Anfang seiner Karriere als Chemiker... Da? Ah, na super. Brich nur ab, hast du recht. Verlass mich nur, wenn ich dich am meisten brauche. Haarklammern von heute, wirklich. Das wär's. Mama und Papa, bereit für was bist denn du? Oh, es hat mich entdeckt. Hallo. Nuka-Jäger. Was sind denn das bitte? Schaut aus wie ein Hummer, oder? Au, 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 au. Hat er mich gerade angesprochen, du Ferkel? Oh Gott, der spuckt mir an. Das war gar nicht schlecht. Wah, auf damit. Alkoholgehalt 35 Volumenprozent. Trinken Sie Nuka-Cola gar nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Was? Bis 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine Schiffe. Das vollste Klumpert, ey. Naja, wenigstens rufen wir da jetzt mal ein paar wilden Munition. Ich hätte da noch eine bessere Waffe mitnehmen müssen. Ja, ja, das war wieder Fail. Ein Bierglas. Ja. Viech? Au. Sie Nuka-Cola gar nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Was? Was ist denn das für Klumpert, bitte, was man da in sich reinschütten tut? Alter. Wie kann man nur so einen Kack fressen? Entschuldigung. Trinken, meine ich. Alkoholgehalt 35%. Was willst
denken du von mir, du schiffst wie ich gehen die sterben? Sie Coca-Cola darf nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Jetzt ist er wieder weg. Sie hallo, Viech. Genuss, kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Jaha, ich hab's begriffen. Wo ist denn die? Ich baller die ab, ey. Die sind, hey, die sind. Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine Eiskalte. Das Viech ist aber nicht blöd, oder? Und erleben Sie die ja, endlich ist 93. 93 hat der gerade gegeben. Wow. Das hat sich aber ausgezahlt. Oh je, das sind Eier. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren ja, Sie ist schon 8 gut. Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Gottes Willen, kann man den nicht irgendwie abstellen? Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Es ist eine von mehreren. Okay, der plätschert so. Ich dachte schon. Eine Powerrüstung. Das ist eine Nuka-Cola. Wah! Du Heilige! Alter! Reicht mal was? Alter, wo ist ich jetzt hin? Die Waffe ist so für nix. Quatsch. Warten Sie mindestens 8 Stunden. Quatsch. Au. Quatsch. Aui. Wo bin ich denn da? Hallo? Wah. Noch einer. So. Jetzt habe ich es gerichtet, ne? Ja. Kommst du da, ihr kleinen Viech? Diesen. Ja. Trotzdem bin ich immer da hinten, ne? Das war echt eine saublöde Idee, hierher zu gehen. Also, hier in dieses Eck da, ne? Bis jetzt bald mal hin. Ja, sicher. Ja, freilich. Ganz klar. Ich muss da weg. Alter, ich muss da weg. Hey, Mama und Papa. Ja, ganz klar. Alter, wie soll ich das jetzt besiegen, ey? Vor allem mit diesem Schrott von Waffen, was ich damit habe. Mit dem Ghoul-Töter könnte ich es eventuell noch probieren, aber was haben wir da? Das ist ja alles Müll. Alter Schwede, na, das habe ich wieder super hinbekommen, echt. Ich brauche irgendwas Vernünftiges zum Heilen. Eine Gemüsesuppe vielleicht. Oder etwas noch Besseres. Wo sind denn eigentlich diese Mutantenkeulen? Wo ist denn dieses Zeug? Das nehmen wir. 130. Na, voll verdrückt. Wurscht. Auf dem 9er ist gutes Essen. Oh, Scheiße. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2042. Als unser Firmengründer so ein Mist am Anfang seiner Karriere als Chemiker stand. Alkoholgehalt 35%. Trinken Sie mit Nuka-Cola. Hallo Arschloch. Wenn Sie schwanger sind, kann ich schon nicht fahren. Fahren Sie mindestens 8 Stunden lang die Luft und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Schnell verstecken. Dann schnappen Sie sich. Das schaffe ich ja nie. Oder vielleicht doch. Mein Fuß ist kaputt. So, der erste ist mal weg. Puh. Das ist der nächste Depp. Schnell verstecken wieder. Ey, verstecken. Dann schnappen Sie sich eine Axt. Ja, Kotz ist wieder fit. Kotzi. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Ja, ist schon gut. Wir haben schon bekommen, dass das feste Kind jawohl. Level up. Super. Mama und Papa. Perfekt. Das eine nehmen wir noch mit. Perfekt. Habe ich das umgehauen? Also nur die Babys.
Alter, ihr grauslichen Drecksviecher. Die Alte geht mir am Nerv. Die tut nur quatschen. Wie hält man denn das aus als... Da ist irgendwas, da lebt was. Wie hält man das bitte aus als Nuka World Besucher? Das... Ja, ja. Da kommt schon einer, ne? Ja, ja. Ist schon gut. Alter, dieser scheiß Panzer, den wir haben, ne? Alter, lad nach. Der erste ist hin. Na, wo ist der zweite? Boah. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, hallo, wenn Sie schwanger sind. Wo ist der zweite jetzt? Da drüben. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Ja, au. Alter, wenn das hier so weitergeht, muss ich nochmal weg. Das wollte ich nicht. Mach. Wo ist denn jetzt hin? Trottelfiech? Läuft wieder da rauf. Stört's mich echt. Trinken Sie Nuka-Cola gar nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss. Na, endlich ist er hin. Unfassbar. Und die Muni geht uns auch aus. Wie schön wir das? Ja, ich werde dann ein paar Minuten haben wir noch von dem heutigen Part. Wenn der hier zu Ende ist, werde ich nochmal zurück in unser Dörfchen gehen, nach Sanctuary Hills, und werde dort schauen, dass ich zum besseren Equip komme. Dass wir uns beim nächsten Mal hier etwas in Anführungszeichen leichter tun. Ja, ja. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ah, die Kleine. Hä? Du? Viech. Stirb. Weg. Gott, sie, wo bist denn das jetzt? Also, wie hast du das jetzt geschafft? Ah, da drin wahrscheinlich, ne? Was? Wie bist denn du gestorben? Was? Ah! Jetzt wird unsere... Dings uns wieder gute Dienste erweisen, du da. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Bäm. Boah. Das hat nicht schlecht gesessen. Also das war jetzt echt schön. Ja, das war schön. Das war schön. Aber irgendwie auch ungut, wenn es auf alles ballert. Huch, da. So, wer bist denn du? Corporal Downey. Ja. Aktiviere erweiterten Erkennungsmodus. Bitte was? Erweit... Wow! Let's go. Huch! Ich meine, das war natürlich mit Absicht. Was bist du? Ein Aggressor-Drop. Wieso sind die da? Weg mit dir. Himmelsseiten. Ja, komm mir mal entgegen. Das ist sehr nett. Danke. Was bieb? Jetzt auf mit dem... Das sind noch mehr. Mami, hilf mir. Um Gottes Willen. Da, Deichsel, ey. Ich muss mal was... Bist du narrisch. Ja, jetzt reicht's aber. Das sagst du die Wahrheit. Schrottkiebel, elendiger. Sind das jetzt gerade wirklich drei? Es sind drei. Habe ich schon gesagt, es sind drei? Ich mag euch nicht. Die lädt schon auf. Ich mag nicht, wenn die auflädt. Mich trifft nochmal der Schlag. Ich sag's euch. Der hat's jetzt schön zu wissen. Wo ist noch wer? Ich weiß, es sind noch zwei. Da kommt er schon. Da kommt sie schon. Was? Wo kommst du jetzt her? Wo kommst du jetzt her? Wo kommst du?
Was? Das finde ich gerade nicht witzig. Ich finde das gerade nicht witzig. Hallo, ich will da weg. Alter, ich will da weg. Ich bin irgendwie hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Ich konnte nicht mehr weg. Wie sind die jetzt dahergekommen? Willkommen in der Nuka-Cola. Dein Ernst? Ich fange da wieder an. Jetzt mit einem Nuka-Cola Quantumfluss. Nuka-Cola Quantum. Herzlich willkommen im Nuka-Cola irgendwas Abfülldingens. Ja, wir fangen gerade den Part an. Jawohl. Irgendwie ist alles hin. Schön. Ist eh schon alles hin. Sehr schön. Entspannen Sie sich. Während wir sie ich muss bald weinen. Was Beep? Nix Beep. Hör auf mit deinem scheiß Beep. Ich werde dann die Ada, glaube ich, mitnehmen. Ich werde auch unser Team Kotzi. Ja, sicher. Ah, doch, das ist eh schon der Depp. Na los. Lass dich treffen. Ja, das hat ja viel Schaden gemacht. Viel. Ja, ja. Ich wechsle ja auch schon. So. Der Ghoul töte. Ich brauche die bessere Waffe. Das geht so. Vielleicht auch mal eine Nahkampfwaffe. Keine Ahnung. Was ist mit dem? Ah, ich bin ja schon bald hin. Okay. Na, das ist. Ich habe gerade die andere geschossen. Ups. Ich meine, natürlich, das war Absicht. Ich meine, ich habe schon letztens sterben willst. Ich hätte die Füße weg, das ist mir wurscht. Viech. Und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses. Moment, und jetzt schon wieder hin. Wollt ihr jetzt Verstärkung oder was? Na, das ist ja nicht zu fassen. Lehnen Sie sich zurück und entspannen. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Ich seh dich. John Caleb Bradburton. Wie der wegläuft. Warum ist hier eine ganze Stadt? Ich hätte mich hier vielleicht zuerst umschauen sollen. Oh, das sind Eier. Getränke es lebt. Und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Ja. Freut mich. Mr. Bradburton ruhte sich aber nicht. Irgendwas ist gerade geschlüpft. Aha, so ein Dingens. Getränkesinnen schufen weitere neue aufregende Rezepte. Es dauerte fast. Was bist du jetzt? Wo ist der Schwiller der Kotzi? Kotzi wirft. Bieb. So. Hör auf, dich in den Panzer zu verstecken. Ich bin dich umballernd. Ja. Kotzi ist wieder erledigt. Ich werde dann, glaube ich, die Äther mitnehmen und schauen, ob ich die Gute nicht vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, aufrüsten kann. Wo ist denn jetzt hin? Ich. Komm, geh doch sterben. Ah, bitte, wie jedes normale Viech auch. Danke. Ja, der ist übrigens der neue Professor hier, ne, beim Labor und so. Am Anfang seiner Karriere als Chemiker. Ach, Käse, echt. Das lief nicht gut. Die Konzentration steigern und das lief ganz und gar nicht gut. 2044 hatte Mr. Bradburton endlich Erfolg. Das lief gar nicht gut. Ich muss unbedingt schauen, dass wir neue Waffen kriegen und ich muss schauen, dass wir, wenn wir uns jetzt für Ada entscheiden, dass sie das mal abnippeln, du Viech. Was kann ich glauben? Ich habe gedacht, das geht noch. Nee, nichts da. Ah ja, sicher. Au, au. Was? Ja. Was wollte ich sagen? Ah, da ist noch eins. So. Ich werde neues. Ja, da kommt ein großer. Den müssen wir besiegen. Nachladen.
Nachladen. Nachladen. Wer ist hin? Was ist mit du? Das ist noch seiner. OMG, 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 ich bin hin. Geil. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob meine Munition ist wahr. Ist im Eimer. Du gehst mir jetzt wieder neuer. Das kann nicht sein, dass da so viele Viecher sind. Sind da nochmal zwei? Ich hau ab. Das ist mir zu viel. Tschüss. Alter, lauf. Ich bin draußen da mal. Ey, das ist ja zu glauben. Da brauche ich ja Munition wie ein Trottel, ey. Pff, nix sie weg. Fast Level abbekommen, Mist. Einer hätte noch dran glauben müssen. Alles ja wurscht. Dann halt beim nächsten Mal. Alter Schwede, ist das heftig. Ich zieh mal das weiter. Also, ja. Ich schaue, dass ich jetzt eine gute Waffe krieg und Kotzi, Wurf etc. müssen wir. Oder Ada, je nachdem, wenn wir mitnehmen, die müssen wir jetzt aufrüsten, also waffentechnisch und so weiter. Die müssen uns da gut helfen. Sonst kriegen wir die nicht klein. Achtung, eine Durchsage. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, das war jetzt zwar ein etwas unschöner Part, sage ich vielleicht mal. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Ja, ich, wie gesagt, ich werde jetzt ein Kotzi oder Ada, ich werde wahrscheinlich eher Ada mitnehmen. Werde die versuchen, ein bisschen aufzumotzen. Vielleicht mache ich sogar einen Part draus machen. Na, nicht, oder? Doch, nein, vielleicht. Können wir ja ein Part sonst auch draus machen, wenn es euch interessiert. Müsst ihr in die Kommentare schreiben. Dann machen wir das auch so. Ansonsten mache ich das, bevor ihr wieder zuschauen dürft. Nein, bevor ihr wieder zuschauen dürft. Und ja, werde mich auch um eine bessere Waffe kümmern. Weil so wird das nichts, so kommen wir nicht durch. Na gut, ihr Lieben. Wie gesagt, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!